Final Fantasy 12. So, wir haben noch ein kleines Stück vor uns. Ich zeig's nochmal. Nochmal, bis es gehört. So. Was hier noch? Noch ein paar Gill. Hier gibt's eine Kurve. Gatter. Oh. Und das ist dann die wahre Funktion eines Mimics. Weiter. Die Stelle wird später wichtig. Das habe ich noch in Erinnerung. So. Noch ein Mimik. So. Noch einer. Gegner mit TP Größe gleich 50%. Ja. Manche Gambits weiß ich nicht, wofür die da sind. Wahrscheinlich nur irgendwelche ganz speziellen Spezialfälle oder so. Hui, das sind aber viele hier. Rennt einfach weg. Hier kannst du auch in Leitung knabbern. Und Serienstufe hoch, auch einfach so. Cool. So, gucken wir mal, was hier so. So, holen wir das noch eine Phoenix-Feder. Nehme ich gerne. Eta. High Potion. Das ist wenigstens halbwegs brauchbar. Aquasplitter, Wasserzaubern. So, noch ein paar Krötchen. Kröti, Kröti, Kröt, Kröt. Ach ne, hier hinten rum, stimmt. Ich muss ja auch die Karte gucken. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Blitzstein und ein Teleportstein, ach, nehme ich gerne. Ein Eichenstab. Das ist eigentlich auch ganz cool. Eine Waffe, die man einfach so finden kann. Ist natürlich immer noch total schwach. Aber 27 ist schon ziemlich gut für das, was man sonst so findet. Und hat halt auch ordentlich Reflex nach oben. Normal spielende Leute, also recht interessant. Oh, irgendwo knabbert ein Mimik wieder. Knabber, knabber, knabber. So, hier ist wieder ein Gatter. Und da hinten. Mini-Mimix. So, Batterie ist wieder voll. Eigentlich muss noch einen schönen Bosskampf geben. Das gehört ja eigentlich dazu. Flucht, oh nein. Grandiosen Bosskampf. Langweilig, genau.
Ja, das sieht doch verheißungsvoll aus. Oh Mann. Stromdiebe. Und ein riesiges Metallungetüm. Wie heißt das eigentlich? Die Mimikönigin ist das. Und die kann man sogar einfach so analysieren. Boah, cool. Schwäche Eis, wenn ich das richtig interpretiere. Nimmt man schon 4000 HP. Und kann auch fiese Fähigkeiten. Aber stört mich alles nicht. Ich genieße, wie sie dahin geht. Da das einstürzt. Hey, Sonnenlicht. Wunderschön. Ach, den Ort kenne ich. Ist die Wüste. To think Dalmascan air could taste so sweet. Where are we? The Estus Sand, by the look of it. Let's back to Rabanasta before we shrivel up. By your leave, Captain. Yes, the hour of my return is already over late. The people may hate me, but that does not free me of my charge. Oh, ich krieg so einen Kater angezeigt, wo ich bin. Hui, da geht's aber noch weit weiter. So. Irgendwo gibt es noch einen weiteren Eingang hierfür, also ist nicht alles verschüttet. Aber der Schlüssel ist noch irgendwo. Die muss ich mich dann irgendwann auch mal kümmern. Lohnt sich. Machen wir hier. Hab jetzt nicht ganz aufgepasst. So. Dann mal rein ins Vergnügen. Die Gegner sind ja jetzt echt gar nichts mehr. Ich will nur gucken, ob die Route da ist. Die bringt Geld. Dann geht jetzt hier auch ganz schnell weg, wenn man mal ordentlich shoppen geht. Deswegen vielleicht nicht ganz so dumm. Nur ein Porsche, naja. Ich will mal was schauen. Nur eine einfache Cockatrice. Kugelt hier nämlich noch Neckbett rum. Bei dem habe ich noch eine Rechnung offen. Aber scheint nicht da zu sein. Schade. Na gut,
dann zurück nach Rabanastra. Kann ja dann auch erstmal noch einen Mob machen. Müsste jetzt eigentlich ein paar geben. Falls meine Begleitung hier bleibt, dürfte das auch nicht so kompliziert sein. Erstmal ein paar zu machen. Davon abgesehen, dass ich total überlevelt bin. Für die einfachen Mobs. Ja, ich laufe jetzt einfach mal durch, das dauert zu lange. Die Wüste solltet ihr kennen. Ich finde es aber interessant, wie diese Riesenschwerter einfach mal auf den Rücken hängen. Keine Probleme verursachen beim Laufen. Ah, so sind die Videospiele halt. So. Jetzt erstmal das kleine Camp. Jetzt ein bisschen Ruhe. So, hier weiter durch. Schon. Wie viel Zeit man einfach mal nur mit rumlaufen verschwendet. Aber es macht halt Spaß. Dass alles so schön ineinander übergeht. So. I thank you. I'd avoid crowds if I were you. In this town you're still a traitor, you know. The Resistance will surely find me soon. Fate's will, we meet again. I would pay my respects to your brother. You're a fugitive now too. Stay low for a while. What about the stone? Do as you like. That stone's ill-favored. We feel regret. We sought that stone and found ourselves only worry. You offering it? It's mine. Then why do you ask? Our regards to your girl. We stay in Rabanastra a while. What do you think? Can I trust Bosch? I gotta get rid of this thing. But maybe I should show it to Pinello first. So she knows I got something. She'd be at Miguel's place this time of day. So. Soll ich erstmal wieder mit Waren alleine rumlaufen? Na. Langweilig. Aber. Ah, da, das Moxie. Das war am Anfang nicht möglich, wegen der Parade. So, Taverne zum Sandmeer. Eigentlich ganz cool. Eigentlich werde ich teleportiert. Denn ich... muss jetzt erstmal Geld ausgeben. Geht nicht anders. Beziehungsweise ich gehe erstmal in den
keine Ahnung, Clan-Laden oder Clan-Haus. Wie hatten sie das genannt? Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall zu meinem Clan. Ich hole mir Belohnungen ab dafür, dass ich so fleißig war. Jetzt bin ich regelmäßig vorbei. Fleißig auf Jagd, Kupo. Du hast den Kampfpudding in den Chaos gemacht. Respekt, Kupo. Die Bürgerwehr von Rabanastra lässt dir ein Präsent zukommen, Kupo. Dank dir sind die Gefahren in der Garnseis-Kanalisation eingedämmt worden. Ehrfürchtig grüßt die Bürgerwehr Rabanastras. 150 Gil, ach wie niedlich. Du hast Pyrrhos in Chaos gemacht. Respekt, Kupo. Die Vereinigung begrenzte Erste aus Rabanastra zeigt sich erkenntlich, Kupo. Die konservierte, verbrannte Haut soll der Forschung schwerer Krankheiten dienen. Grußvereinigung begrenzter Ärzte. 200 Gil erhalten. Du hast der Mimikkönigin den Chaos gemacht. Respekt, Kupo. Eine junge Dame dankt dir von Herzen und schenkt dir ein Geschenk, Kupo. Dafür, dass du die Unschuld meines Vaters bewiesen hast, der zu Unrecht in Albina saß. Mädchen aus Rabanastra. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, war schon. Dafür gibt's 300 Gil. So, mehr gibt's leider noch nicht. Bin, glaube ich, auch immer noch Grünschnabel, oder? Ja. Bosse besiegen hat leider nicht gereicht. Ich glaube, wenn man da im Rang aufsteigt, dann kann man auch bei Mount Long was abholen. So, jetzt will ich aber zu Penelo. Shoppen kann ich auch, wenn keiner zuguckt. Die Gambits auffüllen und alles. Dass ich da ein bisschen Auswahl habe. Bei Miguelo im Laden. Das war noch komplett gut. Noch weiter, genau. So was. So. Dann sagt man mal Penelo hallo. Wird sich bestimmt freuen, dass wir noch leben. Is it really you? I heard you got took off to Nalbina. The Imperials will need more than a dungeon to stop me. You broke out of a dungeon? Whoa! Hey, try and keep it down, would you? Pinello isn't around, is she? Out on a delivery, maybe? Nope, haven't seen her all day. Not like her to up and skip out on work like that. Miguelo's not here either. He went running off somewhere a little while ago. So much for my big welcome. I guess everybody's busy. I got my hands full watching the shop, and old Dallin had something for me to do, but I can't get away. Old Dallin, huh? Tell you what, I'll go see him for you. Really? Well, nothing better to do. Ach, der Dallin wieder. So, gehe ich am besten hier so lang. Mich durch die Unterstadt zu quälen. Ja, um geht's ein Stück schneller, finde ich.
Und schon bin ich da. So. Mal schauen, was er zu sagen hat. Well, well. Look who we have here. Heard you were sent off to Nalpina. And I got out of there as fast as I could. But it was all worth it, Dallin. Here, look at this. My, my, my. Quite a treasure you've got there. Well, you know, I couldn't have done it without your help. So, there is more to this gutter churl than first meets the eye. Vaughn, I've an errand, a simple favor to beg of you. I was going to ask that kites to go, but I should think that you ought to do. No. No, I think you're just the one. There's a fellow by the name of Azalas, and I need you to bring this sword to him. That's a sword of the old order. Speak my name when you arrive. That should be enough to get you in to see him. I've made a note on your map showing you where he can be found. Mind you, you are to deliver the sword to him personally. I will. Hey, Dallin, do you think I could get you to do something for me? I need you to find out where Pinello is. I wanted to show her what I got from the palace, but I haven't been able to find her anywhere. Can you let me know if you hear anything? You can just leave that to me. Thanks, Dallin. And so it is done, but will it be enough to remind him of what the Order once meant? Ein Damaskerschwert erhalten. Ist noch drin, ja. Denn er hat wieder komische Sachen im Kopf. So ist das halt. Alt und weiser und wahrscheinlich auch leicht verrückt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal eins weiter und dann links und dann irgendwie wird das schon was. Ich habe etwas für einen Mann namens Azalas. Stellt sich doch hier auf, oder? Hey, von wem weißt du das denn? Der Tadellan schickt mich. Ich soll die Lieferung persönlich abgeben. Den Ohren dieses Kreises bleibt wohl gar nichts verborgen. Okay, kannst rein, Kleiner. Doch alles, was du hier hörst oder siehst, behältst du schön für dich. Ist das klar? Klar. Gucken nur alle zu, aber es ist egal. Die schweigen auch. Versprochen. Then what do you make of Andor's proclamation? Are you suggesting they fooled even the Marquis? What if a judge killed the king, not the captain? That would explain everything, wouldn't it? In that case, the captain would be brother to a judge. How are we to trust such a man? Huh? Now there is the Bosch that I remember. Then will you fight again at my side? His word alone convinces me of nothing. I'd take his word over that of a mouthpiece Marquis. Then you name Rex liar with him. My brother was no liar! Just the opposite. Rex was the witness they needed. They had to make it appear as if I killed the king. Rex bears no blame. The fates have willed it. So this is Rex's brother. Your words may convince a child such as this, but they weigh far too lightly on the scales for my taste. Our paths will remain separate. Do you not think Amalia worth saving? I hold men's lives in my hands. I must see foes in every shadow. The night we moved against Vayne, he knew. I will not chance such disadvantage again. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. Then what will you do?
hold me here in chains? Some things never change, do they? Listen to me, Bosch. Your cage may have no bars, but it is a cage. The eyes of the Resistance watch unblinking. Let them watch. I know something of cages. Höchst interessant. That's right. Amalia's in the Resistance. Then you know her. Sorta. We met just before we got sent to Nalbana. I've known nicer people. Our paths keep crossing, yours and mine. It's more than coincidence. It's annoying. I'm sorry. Allow me one last annoyance, a favor to ask. I want you to take me to Balthier. Even caged birds need wings. This makes us even. Even? For Nalbana. We couldn't have done it without you. Das stimmt tatsächlich. Wir konnten ja wunderbar in seinem Käfig runterrauschen. Barsch ist hinzugestoßen. Yay. Sehr schön. Was hat er eigentlich jetzt an Ausrüstung? So, Barsch darf natürlich mitkämpfen. Eine Mithrilklinge. Das passe ich nachher mal an. Ein Turmalinring gegen Toxin. Schick, schick, schick. Aber ich will jetzt nicht ewig Zeit daran verschwenden, Barsch auszurüsten, sondern ich gehe nochmal zum Parfier und. Dann war es das auch schon wieder. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Immer wieder erstaunt. So. Die Frage ist, wo finde ich den? Oh, ich kann noch mal kurz mit Dallin sprechen, ob der was mitbekommen hat. Sollte er schließlich auch noch Pernello suchen. So zählt nun auch Hauptmann Bosch von Ronsenburg zu deinen Gefährten und ich will sehen, was ich über Pernello herausfinden kann. Ein Luftpirat sagst du, oha. Angezogen werden solche Gesellen meist von Speis und Trank und lauter Gesellschaft, nicht wahr? Okay. Das klingt doch nach der Taverne. Ach, machen wir das jetzt noch mit. Irgendwann mal. Zauberzeugs. Und da ist die Taverne. Geht sogar direkt über. A lot of kids lost their parents in the war. Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been 5 years now. After that, I lived with my friend Pinello and her family. Then the war came.
I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's all right. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill my brother. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. Ui, waren das aber schnell überzeugt. So, dann kommen wir hier nochmal schnell rein. Und auch noch ein bisschen Inhalt in die Folge bringen und nicht nur einen Bosskampf. So, mal gucken. Ach so, ich muss gar nicht nach ihm suchen, es passiert automatisch. As I said, a misunderstanding. Misunderstanding? What I am understanding is he took Pinello because of you. What? What about Pinello? Oh, Vaughn! They've taken Pinello. There was a note. A note for this Balthier. Come to the Museum of Mines, it said. It's Begamnon. He was in Albina. If anything were to happen to that sweet child, why, I've her parents' memory to consider. You're going to go to her aid, and that's that. That's what you Sky Pirates do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujerba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Pinello myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with the Marquis, by chance? Balthier, just take us, and this is yours. The guards are toying with us. Make yourselves ready. We leave soon. Right. So, die beiden sind jetzt auch da. Wunderbar. Erst einmal geht's in die Himmelsstadt Bujerba. Die Minen, zu denen wir gerufen wurden, liegen dort in den Wolken. Oh, cool. Komm zum Luftschiffterminal, wenn du alles erledigt hast. Das liegt gleich hinter dem Westtor. Wirf mal einen Blick auf die Karte. Und vertrödel nicht zu viel Zeit. Wir hauen die Kleine da raus. Aber dann will ich mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ach, das klappt doch niemals. Das sag ich dir jetzt schon. Er ist schließlich der Held der Geschichte, ja, also. Es sagt doch schon, dass er weiter dabei bleibt. Kann er nicht drehen und wenden, wie er will. So, Westtor war es, ne? Dann gehe ich da mal hin und speichere da. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Luftschiff-Aktion und Himmelsstadtbesuch und natürlich Pinello retten. Die Arme. So. Westtor. So. Da ist dann das Luftschiffterminal, das ist dieser hübsche Kreis mit Punkt in der Mitte. Und hier ist der Speicherkristall. Ja. Das war der aktuelle Speicherpunkt. Manchmal komme ich zu. Durcheinander. So. Ah. Ist wieder eine Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.